Leute, ich dachte mir, ich mache mal wieder ein YouTube-Video für euch. Ich glaube, das wird wirklich so ein random Talking-Whatever-Video. Ich habe auch nicht mal nach Fragen gefragt. Ich habe mir so ein bisschen was aufgeschrieben. Ich war ja schon irgendwie lange nicht mehr online auf YouTube. Und irgendwie habe ich wieder Lust. Aber ich glaube, das wird nichts mit sich an irgendwelche Stichpunkte halten. Upsie Daisy. Geil, ich habe eine Position gefunden für meine Kamera. Ich weiß nicht, ob ich mal mein Doppelkinn sieht. Und wenn, ist auch nicht so schlimm. Ich muss erstmal was essen, bevor ich anfange zu reden. Ich habe mir noch immer keine Stichpunkte gemacht. Das erinnert mich so sehr an Schule. So. Ich finde das okay. Okay, Leute. Konnichiwa. Hallo. Buenos dias. Es geht los. Also, es ist ziemlich viel passiert die letzten Monate. Ich war viel unterwegs. Ich bin jetzt in Berlin angekommen und habe irgendwie wieder Lust zu reden und irgendwie den Leuten, die sich für mich interessieren, ein Update zu geben. Kam voll auf die Frage, dass ihr so von meinem Alltag viel sehen möchtet. Irgendwie habe ich irgendwann aufgehört, Stories zu machen auf meinem Instagram, in denen ich viel rede. Ich weiß nicht ganz genau, woran das lag. Ich habe darüber irgendwie nachgedacht und es hat ja alles mit GNTM gestartet. Ich habe irgendwie viel Aufmerksamkeit bekommen dafür, dass ich so verpeilt war und irgendwie so um mich herum geredet bin. Also bin so, wie ich jetzt noch immer bin. Es hat damit angefangen, dass die Leute es ganz lustig fanden, wie ich dann irgendwie immer so gesprochen habe und keine Ahnung was. Bei mir war das dann aber umgekehrt, dass ich irgendwie gedacht habe, dass die Leute mich nicht ernst nehmen. Es war ja eher so, dass die Leute mich lustig fanden und meine Art gefeiert haben. Ich wollte nie irgendwie YouTube machen oder Instagram oder keine Ahnung was. Das kam dann alles mit GNTM und so. Und irgendwie hatte ich da so Probleme, mich irgendwie einzuordnen. Okay, was will ich jetzt überhaupt machen? Und dann habe ich halt viel gemodelt, habe irgendwie nur Shootings gemacht. Und ich habe immer nebenbei Social Media gemacht, aber ich habe mich nie darauf so konzentriert, weil ich immer gemodelt habe und dann war ich immer unterwegs. Hatte nie Zeit, mir irgendwie viel Gedanken zu machen über Social Media und wie ich da so, was ich so genau mache. Ja, aber ich glaube, jetzt bin ich so weit, dass ich sagen kann, ganz ehrlich, ich muss mich nicht für irgendwie was entscheiden. Ich kann machen, was ich will. Autsch. Übrigens, ich war in Mailand zum Modeln und ich wollte mit euch oder euch weitergeben. Ich habe ja viel mitbekommen, ich war zur Fashion Week da und die Castings waren crazy. Wenn ich euch irgendwas einblenden kann, blende ich euch jetzt hier auf jeden Fall ein. Okay, Filming. Okay. Hello, this is Arasta. We went to a casting. Is there like any possibility to make them see us? Because we are just like standing outside waiting and we don't know what to do. Like, we just throw the other one. Oh, okay. Ich wollte vloggen, aber es hat einfach nicht funktioniert. Es war für mich mental so ein krasser Stress. Ich meine, ich habe schon immer gemodelt, ich war immer irgendwie unterwegs und habe Shootings gemacht und keine Ahnung was. Aber Fashion Week, abgesehen von Berlin, war das mein erstes Mal. Und Leute, das war wirklich heftig. Ich war im Model-Apartment, ich habe alles richtig gut mitbekommen. Als ich in Japan war, war ich nicht im Model-Apartment, da habe ich mir mein Airbnb selber gemietet. Ich mache mir jetzt einen Eiskaffee. Ich habe ein paar Eiswürfel aus dem Kühlfach genommen. Habe mir gestern so einen schwarzen Kaffee gekauft. Black Coffee, weil ich trinke immer Almond Milk, also Mandelmilch. Und hier steht sogar, dass es perfekt geeignet ist für Eiskaffee. Und so. Let's go! Popflüssig. Mandelmilch.
muss sagen, ich habe mir so Instant-Kaffee gekauft, weil ich hier keine Kaffeemaschine habe. Und zwar den hier, ich bin so ein kleiner Kaffee-Junkie. Im 7-Eleven. Das ist so ein Convenience-Store. So. Späti mit einer viel größeren Auswahl. Werde ich euch aber auch noch alles zeigen. Der ballert wirklich zero. Aber ich war im Model-Apartment, ich habe da ein sehr liebes Mädchen kennengelernt, die war ein bisschen jünger als ich. Wir haben uns übelst gut verstanden und sind jeden Tag zu Carstens gegangen. Dementsprechend habe ich auch ihr mentalen State während der Fashion Week komplett mitverfolgt und echt gemerkt, wow, okay, ich bin irgendwie erwachsen geworden. Weil ich glaube, hätte ich diese Experience mit so 16 erlebt, 17, wäre ich, glaube ich, schnell ziemlich vielleicht kaputt gegangen. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass ich das nicht so gut gepackt hätte. Okay, was war der Stress oder worüber rede ich gerade? Kommen wir jetzt mal zum Body Image. Ich war ja schon immer ziemlich dünn. Irgendwann so mit 22 habe ich angefangen, die Pille zu nehmen und war so, oh, nehme ich ein bisschen zu. Und dann kam noch das Alter dazu, also so nach Teenie Years, so 22, verändert sich der Körper einfach nochmal. Ich bin auch mit 21 nochmal 5 cm gewachsen. Ich war 1,72, jetzt bin ich 1,78 fast, also no joke. Meine Agentur in Mailand haben mich auf 1,78 gemessen. So, ich war nicht so groß, ich bin irgendwie noch voll gewachsen. Auf jeden Fall, ja, habe ich mich auch komplett gehen lassen, habe ja vor allem ja auch angefangen, dann irgendwie mich mehr auf meine kreativen Gedanken einzulassen, habe dann irgendwie voll viel geschrieben und das dann ja auch so ein bisschen in die Musik hereingeschmuggelt, gegoogelt. Und dann dachte ich mir so, okay, ich habe keinen Bock, ich habe mich mein ganzes Leben lang, meine ganzen Teenie-Years so viel darauf fokussiert, schlank zu sein. Ich war immer schlank, aber ich, nicht runtergemagert, aber ich wollte schon den perfekten Modelmaßen irgendwie entsprechen und habe dann immer sehr viel Sport gemacht eine Zeit lang, darauf auch konzentriert gesund zu essen. Manchmal lief das natürlich, manchmal musste ich mich auch dazu so ein bisschen zwingen. Ich muss auch eine Zeit lang einfach gar nichts machen und dann, wie gesagt, habe ich ein bisschen zugenommen. Gerade bin ich gesund, dann habe ich mich angefangen mit anderen zu vergleichen, mit anderen Models verglichen, vor allem in dieser Industrie, in der ich bin. So, man vergleicht sich einfach ständig und egal, wer mir sagt, wer sich nicht vergleicht oder so. Im Unterbewusstsein ist das bei fast allen so, die den Einfluss von außen nehmen, um irgendwie bodymäßig, body-image-mäßig sich irgendwie zu perfektionieren oder was es auch immer sei, was auch immer. Überschreiten wir mal ein paar Monate. Hatte ich einen FaceTime-Call mit einer Agentur in Mailand und war mit meinem Körper überhaupt nicht zufrieden, als ich diesen Call hatte. Und ich war so, oh nein. Und dann stand ich so vor dem Zoom-Call und war so, ja, den nehme ich sowieso nicht. Und dann kamen wieder diese ganzen Gedanken hoch. Also es ist echt schon ziemlich krass gewesen. Dann haben die mich irgendwie genommen und ich war so, hä, was geht jetzt ab? Okay, aber ich bin mit mir selber nicht zufrieden. Wenn ich jetzt zur Fashion Week nach Mailand gehe, dann muss ich schon ziemlich viel abnehmen. Dann wurde mir 2 Wochen, bevor ich zur Fashion Week in Mailand gegangen bin, gesagt, dass ich halt nach Mailand gehe. Und ich habe zwei Wochen, meine Maße waren nicht mal annähernd für die Fashion Week. Es ist ja so 90, sagen wir mal wirklich so 90, 60, 90, wie man ja immer sagt. Dann habe ich in 2 Wochen, glaube ich, 4 cm in meinem Po abgenommen, was natürlich auf gesunde Art und Weise überhaupt nicht ging. Ich habe mich jeden Tag Sport gemacht, sehr wenig, sehr gesund ernährt. Auf jeden Fall nicht zu empfehlen, so radikal abzunehmen. In meinem Fall habe ich das getan. Ja, ich hätte auch Nein sagen können, aber irgendwie habe ich in meinem Kopf ständig dieses, okay, wenn ich jetzt die Chance habe, ich muss das alles mitnehmen und ich mache das jetzt. Ich bin mir dessen bewusst, dass viel, was ich euch gerade mitgebe, sind Emotionen, die sich in den Situationen, in die ich gekommen bin, ausgelöst haben. Und das sind die Gedanken, die sich so entwickelt haben in den vergangenen Jahren,
ja, wenn ich ehrlich bin, auch durch das ganze Business und durchs Modeln. Und ich bin auf jeden Fall auf einem ziemlich guten Weg zu heilen und von diesen ganzen negativen Emotionen, ungesunden Gedanken wegzukommen und ja, einfach nicht so daran festzuhalten. Und dann bin ich in Mailand angekommen, die Fashion Week ging los und ich bin zu Castings, zu den ganzen Castings gegangen. Und das ist so gestört, aber ich habe mich wirklich verglichen schon wieder. Und ich war so, oh mein Gott, man ist ja dort und du wirst ja Jobs bekommen. Und natürlich, wenn du denkst, oh, man sagt ja immer Paris, in Paris sind die Mädels alle so dünn. Zum Beispiel in London muss ich sagen, da denke ich, dass die Diversity wirklich angekommen ist und irgendwie in New York, was ich so auf Social Media gesehen habe. Was ihr auf fucking Social Media seht, ist irgendwie, sind 20% von oder 10% von den 85 oder 90 oder was auch immer Prozent, die dann wirklich im realen Leben stattfinden. Also ich sag euch, es war crazy. Es sind halt einfach die Girls, die Models waren alle sehr dünn und ich habe nicht so viel Diversity gesehen. Ich komme einfach auf den Punkt, als ich bei den Castings war. Man kann einfach, du kannst ja nichts beeinflussen, so du kannst nur zu den Castings gehen. Hallo und tschüss. Also es ist echt krass. Ich stand auch in der Schlange mit 400 anderen Mädchen und dann kam die Frau raus, hat sich alle Mädels angeschaut und meinte zu mir, ich stand schon 2 Stunden in der Schlange, du kannst wieder gehen. Also ich bin nicht mal gelaufen. Und so ein Moment macht dich halt fertig, wenn du nicht isst. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht viel gegessen. Ich war mental dementsprechend, dann hatte ich vielleicht noch mal eine Periode oder was weiß ich, dann kommt ja noch mal mehr dazu, was so abgeht und einfach dieser ganze Stress und natürlich, ich war selber von mir überrascht, mich hat das kurz ein bisschen fertig gemacht, aber dann war ich so, ey, du kannst dich davon jetzt nicht runterkriegen lassen, das geht einfach nicht. Also habe ich wirklich einfach durchgezogen, ich hätte mich komplett davon distanzieren können und sagen können, ey, ciao, ich fahre jetzt nach Hause. Ich glaube, das würden auch viele machen. Ich habe das in dem Fall nicht gemacht, weil ich dachte mir einfach, ich ziehe durch. Ich bin einfach irgendwie so, dass ich einfach durchziehen will und alles mitnehmen will, was so, was sich gerade noch ergibt. Zum Thema Diversity. Ich weiß, dass ihr mich von GNTM kennt und GNTM versucht ja dieses Diversity irgendwie umzusetzen und es funktioniert ja auch und ich finde das auch persönlich mega nice. Man sollte nicht an alten Standards irgendwie festhalten. Auf keinen Fall. Nur ist das eben nicht so die Realität. Und ich wünschte mir natürlich, dass es mehr in die Reality kommt. Ich habe das schon selber irgendwie verstanden. Ich wusste, dass GNTM nicht das echte Modelleben ist. Ich weiß es, mir ist es bewusst. Aber trotzdem dachte ich nicht, dass die Realität so krass, dass es halt so krass nicht stimmt. Also das ist wirklich so wenig. Was mich gerade die ganze Zeit nervt. Ich kann mich nicht konzentrieren. Siehst du die Schränke da oben? Guck mal. Sich in der realen Welt eigentlich entwickelt hat. Der erste Schrank mit dem oben unteren passt genau. Oder nicht? Der erste obere mit dem unteren passt genau. Der zweite nicht. Obwohl, sieht gleich groß aus. Das stresst mich gerade richtig. Es ist halt immer ein Trend irgendwas. Also und dann gibt es vielleicht 4 Curvy Models, die dann für alle Shows gebucht werden oder so. Gerade ich bin einfach normal skinny, so ich bin nicht super abgemagert, wie ich finde. Bin ich nicht und du bist halt mega skinny oder du bist halt Curvy Model, wenn das gerade der Trend ist. Aber wenn du middle size bist, dann oder so, keine Ahnung, keine 60 an der Taille oder eine 65 an der Taille, dann bist du halt irgendwie passt du da nirgendwo rein und dann bist du halt nicht gefragt. So ist es einfach. Ich weiß auch, dass viele Mädchen, die bei GNTM waren und dann, glaube ich, auch wirklich modeln wollen, versuchen sich auch von diesem GNTM-Image zu distanzieren. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte das auch. Geh auf keinen Fall zu GNTM. Ich war 11 oder 12, ich habe immer GNTM geschaut. Und ich habe gesagt, ich will mal zu GNTM gehen. Und irgendwann fand ich das dann uncool und wollte nicht zu GNTM gehen, als ich dann wirklich angefangen habe zu modeln. Mir haben alle Agenturen gesagt,
Geh auf keinen Fall zu GNTM. GNTM hat mir geholfen, eine gute Basis dafür zu kriegen, um Content Creator zu werden. Und eben vor allem danach habe ich viel als Influencerin gearbeitet. Und ja, das war auf jeden Fall eine positive Sache. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich wurde quasi ins kalte Wasser. Ich habe mich quasi ins kalte Wasser schmeißen lassen. Für viele ist das jetzt natürlich mittlerweile ziemlich offensichtlich. Instagram und Social Media gerade einfach alles so groß ist, dass viele Mädchen zu GNTM gehen, um sich eben die Reichweite aufzubauen. Bei mir war das halt eher so, dass ich damit überhaupt gar nicht so, ich habe damit gar nicht so viel gerechnet und wie gesagt, wurde einfach ins kalte Wasser geschmissen und dann hat sich das alles so ergeben. Ich weiß, dass sich das sogar mittlerweile verändert hat. Also wenn man, glaube ich, typisches Model sein will, sollte man nicht zu GNTM gehen, aber es hat sich jetzt auch mit diesem Social-Media-Aspekt, sage ich mal, fusioniert. Das zum Thema Diversity. Meine Konzentration, ich habe so eine schlechte Konzentration. Aber ihr wisst, was ich meine. Das halt eben, ich habe das jetzt schon alles tausendmal gesagt. Ich laufe jetzt einfach mal ein bisschen durch die Wohnung. Ja, also ich habe euch jetzt so das erzählt, was ich euch erzählen wollte, was mir so wichtig war. Und ja, ich glaube, das ist ganz cool. Girl. Kurze Pausing-Moment. Ich hoffe einfach, ich konnte euch so ein bisschen was mitgeben. Also mir war es einfach nur für euch, von mir wichtig, für euch zu euch zu sprechen. Für euch zu euch zu sprechen. Und von meiner Experience zu erzählen in Mailand, was, wie ich das alles wahrgenommen habe und bla bla bla, habe ich euch hier schon was erzählt. Und dann noch eben so einfach mein Mental State gerade und was so abgeht und dies und das und bla bla bla. Es kam irgendwie so ein bisschen an. Wenn nicht, dann habe ich reingeschissen, ey. Meine Haare sind übrigens übelst lang geworden. Ich will sie auch jetzt richtig lang wachsen lassen. Leute, wie krass sieht man gerade meine Augenfarbe? Schreibt mir in die Kommentare, was ihr für eine Augenfarbe habt. Und wenn ihr Bock habt auf mehr Videos, gebt mir einen Daumen hoch.